Jahren. Wir wohnen seit einem Jahr in Spiez. Wir sind von Kenia hier angezogen. Und jetzt lese ich noch meine Geschichte vor. ABC. Das steht für einer Buch Corona. Samstag, der 28.03.2020. Liebes Tagebuch, letzte Woche ist so viel passiert. Am besten, ich fange ganz von vorne an. Letzten Freitag fuhren Nadia und ich wie immer in die Schule. Wir hatten bei der alten Tante Frau Hartlieb, die wie immer in den letzten 3 Wochen 2 Meter von uns Abstand hielt. Total übertrieben, oder? Nur wegen diesem lächerlichen Coronavirus. Der kommt doch eh nicht zu uns. Aber wie auch immer. Der Schultag nahm seinen Lauf und am Nachmittag kam ich gerade vom Unterricht nach Hause. Da erzählte mir Mama, dass wegen dem Coronavirus schulfrei habe. Ich bin vor Freude fast ausgeflippt und habe gleich Simone angerufen. Am Mittwoch mussten wir nach einem sehr erholsamen langen Wochenende unsere Bücher staffelweise aus der Schule holen. Und dann ab nach Hause schuften. Also machte ich mich an die Arbeit und am Nachmittag hatte ich auch schon die erste Videokonferenz. Wir haben uns in der Klasse ausgetauscht, wie wir am besten zu Hause arbeiten und so weiter. War irgendwie öde, aber gleichzeitig auch lustig, alle nur auf dem Bildschirm zu sehen. Als wir fertig waren, ging ich in die Küche einen Apfel holen. Da saß Mama mit verzweifeltem Ausdruck im Gesicht und daneben Paps am Haare raufen, über ein Papier gebeugt. Ich, immer neugierig, habe natürlich gleich gefragt, was habt ihr denn? Schon wieder eine Rechnung wegen der Miete? Mama und Papa haben einen Buchladen mit Secondhand-Büchern und sind ab und zu ein bisschen knapp bei Kasse. Papa schüttelte den Kopf und meinte, wir müssen den Laden wegen diesem verdammten Virus für eine Zeit schließen. Und das verkraften wir wahrscheinlich nicht, wegen, naja, du weißt ja, wir sind nicht gerade die Wohlhabendsten. Das war ein echter Schock für die ganze Familie. Wir lieben den Buchladen alle und ohne ihn wären wir pleite. Verstehst du mich? Klar, du kannst ja gar nicht anders, liebes Tagebuch. Aber da war nichts zu machen. Meine Eltern versuchten den Rest der Woche ein paar gebrauchte Bücher zu liefern. Aber keiner aus dem Dorf wollte jetzt noch kitschige Rosamunde Pilcher Bücher aus dem Jahr 1995 lesen. Meine Schwester Leonie und ich arbeiteten Donnerstag ohne Unterbrechung, mit Ausnahme, dass ich kochen musste. Das war so ausgemacht. Oma schrieb mir gerade, bin mit Handschuhen einkaufen gegangen. Lächerlich, wie die Leute sich anstellen, nur wegen einmal Husten. Sie wohnt in Italien, da ist der Virus echt schlimm. Ich textete zurück, sie soll auf keinen Fall selber einkaufen gehen und machte mich dann an die Arbeit. In der nächsten Woche ging der ganze Homeschool-Kram wieder von vorne los. Wir aßen gerade Mittag, da klingelte plötzlich das Telefon. Und Mama ging schnell ran. Wir fuhren fort, aber als die Tür wieder aufging, wurden wir plötzlich alle ganz leise. Mama, die halbe Italienerin, schluchzte. Oma ist an diesem verflixten Corona gestorben. Auf der Stelle heulte ich los. Es ist so traurig. Eine gute Sache hatte es aber. Wir können mit dem Erbe unseren Laden behalten. Deine Aina.